Wir stehen hier auf der Baustelle Tschenneri Basistunnel. Wir sind vor dem Nordportal. Hinter mir ist das Bahntechnikgebäude Vigana. Das ist im letzten Film noch nicht gestanden. Jetzt ist es im Rohbau fertig. Kablex wird ab März 2018 ganz viel im Tunnel und in den Bahntechnikgebäuden im Norden als auch im Bahntechnikgebäude im Süden installieren. So sind das unter anderem 700 Tonnen Kabel, 300 Tonnen Schaltanlagen, 200 Tonnen Trafos. Damit das auch klappt, haben wir in der Projektierung ganz viel machen. Was das ist, zeige ich euch jetzt im Projektbüro. Wir sind hier im Projektbüro und vor der Zeichnung Tschenneri Basistunnel mit dem Tunnelsystem und dem Bahntechnikgebäude Vigana. Wir bauen hier ein 565 km Kabel. Das sind 16 kV Kabel, 0,6 kV Kabel und 400 Volt Kabel. Im Weiteren bauen wir 280 km Kupferkabel ein für Sicherungsanlagen. Und natürlich 730 km LWL-Kabel Lichtleiter. Wir haben hier den Tunnel mit 48 Querschlägen. Unter anderem haben wir 500 Schaltschränke, diverse Mittelspannungsanlagen und Trafos, die wir montieren. Damit wir so weit gekommen sind mit der Ausführungsprojektierung, braucht es ein Plangenehmigungsverfahren. Das hat unter anderem ATG geprüft. Beim Bau vom Tschenneri Basistunnel übernimmt die ATG die Rolle vom Bauherr und vom Architekt. Wie beim Hausbau spricht er mit den Bewohnern und koordiniert die Handwerker. Die Bewohner, in dem Fall die SBB als Betreiberin vom Tunnel und die Handwerker, die AG CBC, wo der Tunnel erstellt. Die verschiedene Projektphase gibt das Bundesamt für Verkehr frei und mit der Betriebsbewilligung startet am 13. Dezember 2020 der kommerzielle Verkehr. Damit ist die alpenquerende Flachbahn vollendet. Unsere Ingenieure sind seit mittlerweile 2,5 Jahren beschäftigt, das Konzept, Detailprojekt und Ausführungsprojekt zu machen. Das Genehmigungsverfahren vom BAV ist ein wichtiger Meilenstein, um die Qualität unserer Arbeit zu beurteilen. Das ganze Team und ich natürlich auch haben mit großem Interesse dem entgegengefiebert. Und letztlich am 27. Juni war es soweit. Wir haben die Genehmigung bekommen. Heute haben wir hier am Tschenneri ein Kundenevent gehabt. Erik Knobel und ich haben die wesentlichen Eckpunkte vom Projekt vorgestellt und gezeigt, was wir alles da drinnen machen. Im Anschluss sind wir gemeinsam in den Tunnel reingegangen. Wenn ihr seht, ist ganz viel los bei uns. Der Eberhard Renneke, mein Kollege, Leiter Gesamtkoordination, und ich freuen uns, dass nächstes Jahr im März losgeht mit dem Einbau. Natürlich geht das nicht ohne starkes Team im Rücken.